Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute haben wir einen ganz besonderen Interviewpartner, nämlich es geht um den Nachwuchs. Und dazu haben wir jetzt am Telefon Max Staufer. Hallo Max. Hallo. Max, erstmal zu dir. Wie alt bist du? Ja, ich bin jetzt 13 Jahre alt und komme aus Wien, aus Österreich. Das ist für uns weit weg, 13 Jahre. Das ist ja doch ein relativ junges Alter. Und ich fürchte, du bist bei deinem Hobby jetzt schon auch ein paar Jahre dabei, oder? Ja, also es ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre ungefähr, seitdem das Ganze begonnen hat. Also du hast die Aquaristik mit ungefähr 11 Jahren begonnen. Weißt du noch genau, warum? Ja, das weiß ich noch. Und zwar habe ich mal von meiner Tante zu einem Geburtstag ein Züchterset für so Urzeitkrebse bekommen. Und ich habe dann im Internet gesehen, dass man die auch so in größeren Aquarien halten kann, dass die dann auch eben größer werden. Das heißt, je größer der Freiraum für diese Krebse, desto größer werden sie dann. Deswegen habe ich mir dann so ein kleines 54-Liter Aquarium für die gewünscht. Mit der Zucht ist es dann dieses Mal nichts geworden. Mein Vater hat einfach gesagt, ich soll dann einfach mal so Goldfische reinhauen in das Aquarium, damit da noch irgendwas draus wird. Und dann waren wir eben mal in dieser Zooverhandlung und ich meine, so, da war in einem Aquarium waren dann halt ein paar Goldfische, aber dann da überall diese Riesenauswahl mit diesen tropischen Fischen, das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und für mich war da klar, da kommt irgendwas von denen rein. Finde ich ja schon mal faszinierend. Ich bin Anfang 40, bin in den 80ern groß geworden. Da gab es die Urzeitkrebse auch schon in irgendwelchen Heften. Finde ich ja toll, dass es die sogar heute noch gibt. Ja, genau. Aber die Urzeitkrebse hast du ja bestimmt nicht mehr. Was für Fische hast du denn heute? Ja, heute habe ich ganz viele verschiedene. Und zwar vor allem fasziniert haben mich bis jetzt die Kammfische, also die ganz normalen Betta splendens. Die züchte ich auch immer wieder regelmäßig. Weißwangengrundeln habe ich auch, aber erst seit kurzem. Ja, eigentlich ganz vieles Verschiedenes. In einem Gesellschaftsaquarium habe ich auch Skalare und die typischen Neonfische. Garnelen habe ich jetzt auch seit kürzerem, also so die ganz normalen Red Fire Garnelen und Kakadu-Buntbarsche versuche ich auch zu vermehren. 13 ist ja noch relativ jung. Das Hobby Aquaristik ist ja, sagen viele mittlerweile, so ein Altherren-Hobby geworden. Bist du damit alleine in der Klasse? Nein, es sind noch 1 bis 2 andere, die haben zwar noch nicht so viele wie ich, aber der eine hat auch ein paar. Mit dem bin ich auch viel in Kontakt und so. Und dieses Altherren-Hobby, glaube ich, ist es auch nicht mehr, weil es gibt ja auch diese vielen neuen Trends, Aquascaping, und ich glaube, das begeistert auch viele Jugendliche. Jugendliche ist ein gutes Stichwort. Wenn du das jetzt anderen Jugendlichen erzählst, sagen die dann, was ein Quatsch und das ist doch langweilig und in Zeiten von Computer und Internet ist das ein doofes Thema oder finden die das spannend? Naja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich denke mir schon, es gibt genug, die sagen, puh, was mache ich mit so einem Dreck? Ja, das ist ja total langweilig. Aber ich glaube, es gibt auch einige, die sagen würden, das fasziniert mich jetzt schon, da hätte ich auch gerne mal eins, um das Ganze mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist einfach von Typ zu Typ unterschiedlich. Aber du bist natürlich mit der modernen Technik groß geworden und dementsprechend natürlich auch mit YouTube, oder? Ja, genau. Das war eben ganz praktisch, weil ich habe auch im Internet sehr viel recherchiert, also ganz viel Wissen und so. Das Internet hat mich da weit vorangebracht und eben auch auf YouTube war das recht praktisch. Diese vielen Kanäle, die es da auch gibt, die da doch recht groß sind, haben mich begeistert und ich wollte eigentlich auch sowas schon am Anfang an schon machen. Nur es war mit der Technik sehr lange noch nicht so weit und ich habe jetzt aber letztens begonnen, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Und was ist da drin? Also der Kanal heißt Aquamax und es sind einfach Videos drinnen, die Leuten, die jetzt zum Beispiel ein Aquarium oder so etwas haben, einfach helfen sollen. Das sind so ganz typische Videos darüber, wie man ein Aquarium richtig einrichtet oder wie man Algen bekämpfen kann. Das sind einfach so ganz typische Videos. Es sind auch oft so Probleme, die mich am Anfang betroffen haben, wo ich jetzt gelernt habe, wie ich mit diesen Problemen umgehe und dass ich einfach Anfängern damit einfach auch helfen kann dann. Solche Videos sind das halt. Was für Videos finde ich denn jetzt schon in deinem YouTube-Kanal? Also die Videos, wie man ein Aquarium einrichtet, wie man Fische richtig einsetzt, wie man Algen bekämpfen kann, wie viel Aufwand ein Aquarium fordert, das heißt, wie viel man Wasser wechseln sollte, was es mit dem Futter auf sich hat. Also so ungefähr sehen die Videos aus. Mit 13 ist man ja wahrscheinlich noch ein bisschen auf seine Eltern angewiesen. Was sagen die dazu? Was ein Blödsinn oder tolle Sache?
Nein, 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 sie sind eigentlich recht begeistert davon. Es ist ja doch recht teuer von den Stromkosten auch und so. Aber sie sind halt froh, dass ich nicht so an einem Computer hänge und auf den angewiesen bin. Und ich denke, sie sind eigentlich eh recht froh darüber. Wie viele Aquarien hast du denn aktuell? Momentan sind es 9, die in Betrieb sind. Und es sind dann noch so ein paar 15 Liter Becken, die eigentlich leer stehen. Und was sagt der Rest deiner Familie dazu? Sind eigentlich auch alle recht begeistert davon. Ja, also noch lange nicht so weit, dass sie auch sofort ein Aquarium haben wollen, aber sie sind eigentlich im Großen und Ganzen begeistert von mir ungefähr. Und das freut mich eigentlich sehr. Hast du denn jetzt auch schon Pläne für die Zukunft, wie du in dem Bereich weitermachen willst und vielleicht sogar beruflich? Ja, also hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich noch nicht. Ich kann ich ja nie sagen, also dass ich Aquarien in späterer Zukunft haben werde, das ist natürlich ziemlich sicher. Beruflich weiß ich nur, dass es irgendwas in die Richtung Biologie werden wird. Es kann sich ja in den Jahren noch etwas an meinem Interesse ändern, aber in der Aquaristik tätig zu sein, würde mich natürlich schon freuen. Wie sieht es bei dir denn mit den aktuellen Trends aus? Aquascaping, Garnelen etc.? Genau, also Aquascaping eigentlich eher weniger. Also der Pflanzentyp bin ich jetzt nicht so. Ich habe eigentlich eher nur die leicht zu haltenden Pflanzen. Von den Garnelen bin ich jetzt recht begeistert. Da habe ich aber, wie schon gesagt, ein Aquarium jetzt seit kurzem mit Yellow Fire Garnelen. Und ich hätte auch gerne noch irgendwann mal in späterer Zukunft schwerer zu haltende Garnelen, also so Snow White Garnelen oder so etwas. Aber dass ich die Garnelen jetzt voll ausbreiten, also dass ich so eine Garnelenanlage habe, das wird dann wohl eher nicht werden. Und sonst bin ich eigentlich eher so ganz normal. Also ein paar Gesellschaftsaquarien sind da mit Skalaren, wie schon erwähnt, und Neonfischen. Und in einem Becken möchte ich dann auch also mehrere Barsche immer wieder vermehren, also so Zwergzichliden. Also so sieht es da aus. Max, kannst du nochmal allen Interessierten sagen, wo sie dich im Internet finden? Ja genau, also mein Kanal heißt Aquamax. Und man kommt am besten da auf meinen Kanal, wenn man in YouTube in der Suche eingibt Aquamax Fische. Und da kommen dann noch sofort 2-3 Videos von mir, auf die einfach draufklicken und dann ist man eigentlich schon in meinem Kanal drinnen. Heute ein spannendes Interview mit dem Aquarianer-Nachwuchs Max Staufer, 13 Jahre aus Wien. Vielen Dank für das Interview. Danke ebenfalls. Tschüss. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.